Gut. Dann mal weiter. So, den müssen wir noch killen, oder? Müssen wir den killen? Weiß ich gar nicht. So. Tschüss. So. Alle Fackeln entzündet. Wir können jetzt abhauen. Einfach mal reinhalten. Was merkwürdig klingt, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, Skabadusch. So, haben wir es geschafft? Sind wir hier fertig? Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch was. Ich höre zu. Der Wille von Von Samdi muss geschehen. Wir können nicht ruhen, bis das nicht erfüllt ist. Ja, komm. Die Loa sollen mit und euch. Ich nehme meinen. Sprich, ihr habt gute Arbeit geleistet. Ich spüre, dass Von Samdi über die Befreiung seiner Anhänger erfreut ist. Ja, natürlich. So. Zündet die Fackeln an und holt uns das Pulver. Ja, das habe ich doch gemacht. Gut. Habt ihr für einen Augenblick Von Samdis Gegenwart gespürt? Eigentlich nein. Von Samdi war nicht wirklich in meiner Nähe. Och, du Schande. Kelvaks Heim. Kelvaks Seele ist an drei Phylakterien gebunden, die durch seinen Voodoo geschützt sind. Selbst wenn wir ihn vernichten, wird er sich einfach in denen neu bilden. Jetzt, wo ihr die Fackeln entzündet habt, kehrt meine alte Macht zu mir zurück. Ich kann ein Pulver verzaubern, damit ihr durch Kelvaks Voodoo hindurchkommt. Findet die Phylakterien und bringt sie zu mir. Ich werde Kelvaks im Auge blicken, wenn wir ihn vernichten. Oder ins Auge, ist ja nicht schlimm. Sollte euch... Was? Sollte euch wohl warnen, das Pulver kann ein wenig eurem Verstand rumfuschen. Nachdem ihr es benutzt... Was? Nachdem ihr es erwutzt, erwarten euch... Benutzt, erwarten euch vielleicht Visionen. Habt acht. Alter, ich kann heute wieder nicht lesen, ey. Benutzt das Geisterpulver von Shinga Todeswander, um Kelvaks uraltes, repariertes und makelloses Phylakterium zu ergreifen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Lest das doch mal. Vernünftig, beim ersten Mal sofort durch. Jetzt kommen die ersten, ich kann das sofort lesen. Auch ohne den Text gelesen zu haben, kann ich jetzt so super vorlesen. So, kurzen Schluck getrunken. Okay, dann machen wir was immer. Die Loa sind stark hier. Kelvaks will alles beschmutzen, was mit Von Samdi zu tun hat. Findet die Phylakterien, damit wir diese Schande beenden können. Ja, ja, mach ich ja, mach ich ja. Nennt euren Loa und ich nenn meinen. Zeig du mir deinen, ich zeig dir mal. Ja, nee, komm. Schützende Knochen. Kelvaks nutzt mächtiges Voodoo, die Art, die euch sofort töten kann, wenn ihr nicht aufpasst. Ich weiß, wie wir diese Magie aufhalten können, aber dafür brauchen wir Knochen. Einen ganzen Haufen. So ein Glück, dass Kelvaks eine riesige Armee von Skeletten hat. Ihr müsst dort hinausgehen und ihre Knochen sammeln. Bring sie zu mir, dann nutze ich sie, um uns gegen sein Voodoo zu wappnen. Natürlich. Wahrscheinlich. Die Loa sind stark hier. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Ach, ihr seid lustig. Ihr seid ein lustiges Völkchen. So, wer bist du denn? Das ist doch gar nichts Knochenmäßiges. Gut. Ich soll deine Knochen sammeln. Ist nichts Persönliches. Also wirklich nichts Persönliches. Au. Boah. Ey, hoffentlich kriege ich viel Knochen von dem. Fünf. Oh, ach so, guck mal. Das sind ja noch weniger. Schwächere meine ich. So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen hiermit. So, die waren leichter. Hör auf damit. Auch fünf Knochen. Ja, ist okay. Phylakterium. Wir müssen unter den Effekt des... Ach ja. Kurz Moment. So. Tut mir leid. Ich musste kurz ein bisschen räuspern. Es war sehr laut und ausgiebig. Das können wir hier einfach weitermachen. Das ist ja fein. Das gefällt mir. Genau so gefällt mir das. Junge, stirb mal bitte. Ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Danke. Fünf Knochen jetzt. Ist nicht die Welt halt, ne? Aber wie gesagt, wir sind da halt ein bisschen... Wir kennen das ja nicht anders. Lass mich los. So, wir müssen hier hoch. Ihr seid aber Freunde.
Vision von Kelvax. Aha. Okay, was auch immer. Man hat ja gesagt, ich kriege Visionen. Oh Gott, mein Himmel. Oh Gott und mein Himmel. Was ist das denn? So, komm mal her, mein Freund. Du kriegst sie doch von hinten. Alte Gewohnheit. Klingt homoerotischer als gedacht. Und nein, das ist keine Beleidigung. Einfach eine Tatsache. So, Gott, ich muss zuerst danke. Etwas anvisieren. Ja, genau. Aber zuerst müssen wir noch das letzte Phylakterium holen. Da ist das letzte Phylakterium. Ich mag das Wort irgendwie nicht. Du bist ja... Was? Ketzerin, Todeswander, aha. Was war das denn, Alter? Voll der Moonwalk. Halt die Klappe. So. Du kriegst erstmal einen auf den Kopf. Oh nö. Och nö. Kümmern wir uns einen um den anderen. Einen nach dem anderen. So, du kriegst dann auch erstmal hier ein bisschen Blut ab. Sollte mal ein bisschen Heilung nehmen, ne? So, und der letzte. So, das sollte reichen. So, noch mal ein bisschen extra Power drauf. Nein. Will ich nicht. So, das war doch leicht. Das Phylakterium. Langsam komme ich rein. Aber nur ganz langsam. So, wer bist du? Dich kriegen wir auch noch kaputt. Ich weiß nicht, warum ich vor dem... Immer wenn ich Schattenschnitt mache, springe ich irgendwie. Oder oft, bevor ich Shadowstep mache, springe ich einmal kurz in die Luft, als würde ich dann so weiterspringen können. Merkwürdige Sache. Ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber trotzdem mache ich es. So ein bisschen strange, ne? Aha, Ja. Ich nehme den da hinten, der ist so einsam. Da, schon wieder. Habt ihr gesehen? Das war nicht geplant. Es war nicht geplant. Ich glaube, ganz früher, in Classic, war es irgendwie so, dass man... Mit Caster und so weiter, wenn man castet, wenn man springt oder so, dass man dann halt weiter schießen kann. Ja, und ich glaube, das habe ich irgendwie, obwohl ich gar nicht so aktiv Classic mit Caster gezockt habe, habe ich das irgendwo daher. Ich weiß auch nicht warum. Merkwürdige Sache. Egal. Dum, 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 dum. Hallo. Ich habe nichts gesoffen. Segen der Lua auf euren Reisen. Ja, hier, bitteschön. Gut, das hebe ich mir für später auf. Ich will Kelvax ins Auge blicken, wenn wir seine Phylakterien zerschmettern. Ja, dann blick ihn ins Auge, weil ich hab's doch. Geht mit den Lua. Aber geht. Hinfort. Und du? Wer ist denn euer Lua? Habt ihr die Knochen? Wenn wir Kelvax Voodoo stoppen wollen, brauchen wir sie. Hm. Meine Lua ist die Merkel. Lass mal das. Gut, ich benutze diese Knochen, um Kelvax düsteres Voodoo abzuwürgen. Geht mit den Lore. Ich höre zu. Ah, ich wusste es. Wir können jetzt Kelvax. Gut. Der Untergang von Kelvax. Wir sind bereit, Kelvax zu töten, damit Vomsam sie über seine Seele richten kann. Bevor ihr loslegt, solltet ihr noch was wissen. Kelvax war unser Sohn. Oha. Deshalb gab Vomsam die uns die Aufgabe, seinen Wahnsinn zu stoppen. Keine Ahnung, was Kelvax dazu führte, sich vor Jahrhunderten von unserem Glauben abzuwenden, aber so ist es nun. Selbst ohne seine Untoten ist Kelvax sehr mächtig. Seid vorbereitet, das ist unsere Chance, ihm ein Ende zu setzen und Ruhe zu finden. Oha, den eigenen Sohn? Alter, wie morbide ist das denn bitte? Aber gut, bin dabei. Geht mit den Geistern. Im Leben war Kelvax unser Sohn, aber jetzt ist er nur ein weiteres Monster. Vernichtet ihn, damit wir seine Seele zu Vomsandi schicken können. Oh ja, ich werde ihn vernichten. Alles nur für die Seele und bla und ja, ja, klar. Oh ja, komm her, Vomsandi. Ach, Vomsandi, Kelvax. So, dann werden wir mal ordentlich einwachsen hier. Hallo, Kelvax. Na, du alte Ratte. Ich muss näher ran. Oh ja, wie Hallöchen, Poppelchen. Na, du? Böhrichte Sterbliche in meiner Armee werden euch... Was? Wo sind meine Zombies? Meine Skelette? Halt die Schnute.
Hey, warte, warte, warte. Ich bin außer Reichweite. Hallo, ich kann ihn nicht. Mutter, Vater. Euer Geist ist nur Futter für den Blutgott. Seid ihr unser Missurteil? Wir haben die Phylakterien und Nemesis hat mir die Knochen besorgt, um dein Wudel zu binden. Oh ja. Was macht nicht möglich? Keiner legt mir Ketten an. Nicht ihr. Oh, Alter, ich will nicht lesen. Ich will jetzt will ich hier halt, ne? Könnt ihr ja selber lesen, ein bisschen. Du bist ein böser, böser Junge. Und ich muss über dich richten. Ich habe wie ein Paladin. Nein, Gunn hat versprochen, dass ich niemals besiegt werden kann. Und du hast nun ein Geistessekret über für mich. Das ist aber ziemlich mau. Für so ein Ding hier ist das ziemlich, ziemlich mau, ganz ehrlich. So, ich hole mir jetzt die Belohnung ab für deinen elenden Tod. Uah, Hilfe, hi. Ich bin gar nicht da für euch. Oh, ich bin nicht da. Ach, guck mal hier. Da ist Kelvax. Die Geister flüstern von euch. Ich weiß. Weißt du, was sie sagen? Ich habe voll die starken Muskeln und ich bin voll intelligent und voll humorvoll und so weiter. Und die Mädels fliegen auf mich und ihr wisst ja schon, was ich meine. Nicht, Entschuldigung. Der Untergang kommt von Kelvax. Ja, das war's dann wohl. Wie ihr seht, ist Kelvax in seinen Phylakterien gefangen. Jetzt müssen wir nur noch die Behälter vernichten, damit Vomsandi über ihn urteilen kann. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Möge Vomsandi über euch wachen und mögt ihr weise genug sein, um zu entscheiden, wann ihr euch auf einen Handel mit ihm einlassen wollt. Die Geister seien mit euch. Mutter, Vater, es tut mir leid. Bitte vergebt mir und legt bei Vomsandi ein gutes Wort für mich ein. Jetzt ist es zu spät, mein Sohn. Du hast dich entschlossen, Vomsandi zu verraten. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Nein, Mutter, es tut weh. Dein Schicksal liegt jetzt in Vomsandis Händen. Hoffen wir besser, er gewährt dir mehr Gnade als wir. Alter, seid ihr krass. Nein, ich kann Vomsandi nicht sehen. Ich will nicht. Bitte hört auf. Alter, wie grausam seid ihr. Vomsandis Wille soll geschehen. Es wird Zeit, dass wir alle Ruhe finden. Ey, ihr seid kacke. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Zur Seite. Hier, warte. Ihr seid ekelhaft. Bah. Ich verachte euch. Gut, der Sohn hat halt Mist gebaut, aber... Ist das jetzt wirklich so schlimm, dass man... Wer bist du? Meistertierzähmer? Oh, das ist mal ein guter Fang. Wer sagt das? Du? Geh weg. Das ist kein guter Fang. Grüßt euch, Fremdling. Nee, du bist das. Hi. Was wollten ihr von Hansabu? Hansabu? Was wollt ihr von Hansabu? Ich weiß nicht. Ihr sucht vom Samdis Tempel. Ihr müsst ganz schön verzweifelt sein, wenn ihr dahin wollt. Aber heute ist euer Glückstag. Ich gehe da nämlich gerade selber hin. Ja, perfekt. Was? Die Seelenausmerzung. Was? Heutzutage betreten bloß noch jene vom Samdis Tempel, die entweder tot sind oder ein Geschäft machen wollen. Ihr riecht nicht sonderlich vermodert, also gehört ihr wohl zur zweiten Kategorie. Ich gehe gerade selber zum Tempel, also wie wär's mit dem Geschäft? Es gibt hinter der Brücke drüben eine Hexe namens Niyama und der bin ich schon ein Weilchen auf der Spur. Die Blutrolle sind zwar verderbt bis aufs Mark, aber ihre Seele ist gut für Opfergaben für Vomsandi. Ich allein werde mit ihr nicht fertig, aber wenn ihr sie umlegt, bringe ich euch in den Tempel. Ich gebe euch mein Wort. Vorsichtig! Das Mojo von der Hexe ist ziemlich mächtig. Ich zeig dir mal mein Mojo, dann ne, gib die von alleine um hier, was glaubst du? Also mit Mojo meine ich jetzt natürlich meinen super starken Bizeps. Hallo! Ich bin gar nicht da. Du bist die Hexe. Euer Blut ist unsere Kraft. Ja, haha. Oh, Alter. Hallo. Ich muss, Alter. Das ändert gar nichts. Bald werdet ihr alle sterben. Gute Arbeit. Die Seele von der hier wird ein würdiges Opfer für Buansandi abgeben.
Alter. Ups. Und jetzt lasst uns verschwinden. Weiter vorne ist ein Schrein. Sobal genannt. Trefft mich da. Okay. Ich soll jetzt einmal schreien. Und dann, nein, der Witz war jetzt, das war jetzt auch nicht wirklich ein Witz. Den kann man nicht als solchen bezeichnen. Gut. Oh, Flugpunkt. Oh, Flug. Flugpunkte ist super. Flugpunkte sind klasse. Hallo, Flugpunkt. Haben wir da auch einen Briefkasten? Das wäre natürlich was Feines. Die Ruine hier ist vom Namdi geweiht. Die Blutrolle werden uns hier nicht folgen. Ah, ich glaube, ich war hier. Hallo. Grüßt euch, Freund. Das sollte reichen, Mann. Ihre Seele ist die perfekte Opfergabe. Aber bevor wir in den Tempel gehen, wäre dann noch eine Sache zu erledigen. Aber natürlich. Spirituelle Wiederherstellung. Das hier war ein Somsamdi geweihter Ort, aber jetzt ist es nur noch eine Ruine. Selbst die Geister konnten der Vergänglichkeit nicht entkommen und haben nur ihre ausgelaugten Hüllen zurückgelassen. Wir werden sie wieder auferstehen lassen. Hier, ich habe ihre Seelen in diesen Glücksbringer aufgesammelt. Wendet ihn auf die ausgelaugten Geister an, damit wir den Ort wieder zu dem machen, was er mal war. Das sieht gut aus. Wir müssen nicht töten, wir müssen erschaffen. Verwendet Hansabus Glücksbringer, um die Geister von Sobal auferstehen zu lassen. Das finde ich super. Passt auf euch auf. Ja klar. Aber erstmal Flugpunkt, den ich jetzt nicht an... Doch. Haha. Wer bist du? Du bist ein Moorjäger-Elite. Was? Wo denn? Was kann ich so machen? Hallo? Ich hab viel zu tun. Womit soll ich denn jetzt herstellen? Acht. Hallo? Ich möchte euch wieder herstellen, aber ich weiß nicht wie. Ah, warte mal kurz. Ich stelle die gleich wieder her. Oh, abgelaufen, schade. Was? Gar keine Kobra? Hallo Nemesis, ich bin über eine kleine Ranishu gestolpert, während ich meine Kobra Gassi führte. Er muss den Klang meiner Flöte lieben, denn er ist uns nach allen nach Hause gefolgt. Hättet ihr vielleicht Interesse an ihm? Ich bleibe lieber bei meinem Kobras. Löschen. Okay, was haben wir hier? 728. Was? Ernsthaft? Leute, warum kauft ihr denn sowas alles? Was habe ich denn da verkauft? Gischtvernebeltes Leinen. Habe ich die nicht hier wieder? Irgendwie Leinen? Weiß ich gar nicht. Gischt? Wie heißt das? Gischt? Nee. Oder Leinen? Nö. Also Leinen habe ich momentan gar nicht. Aber gut. 880 nehme ich. Sternmoos nehme ich. Akundas... Akundas Biss. Ja, finde ich gut. Habe ich Akundas... Habe ich nochmal Akundas Biss? Nö, habe ich auch wieder nicht. Also ich habe von all dem, was ich verkauft habe, jetzt hier nichts. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Habe ich irgendwie was vergessen? Verwendet Hansabus Glücksbringer. Ich habe gar keinen Glücksbringer. Wo habe ich den denn? Muss ich den tragen oder was? Nennt mich dumm. Ja, klar, ich habe auch keine Ahnung. Oh mein Gott, ich denke, das war... Oh mein Gott. Da. Ich bin wieder am Leben. Hab Dank, ich stehe euch zu Diensten, wann immer ihr mich braucht. Oh Gott im Himmel. Ich bin manchmal so kackenhohl. Es tut mir leid.